und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, gerade hatte ich hier noch so ein Symbol in meinem Posteingang. Jetzt ist es weg. Ich schaue trotzdem noch mal kurz nach. Das Event Sternenfahrt hat begonnen. Ja, das ist toll. Komisch. Jetzt ist es weg. Ich weiß nicht, war das ein Fehler oder was war das jetzt gerade? Ihr habt es doch auch gesehen, ne? Ich habe es immerhin auf der Aufnahme drauf. Na gut, ich werde mal eben schauen. Genau, die gute Fee, da wollte ich hin. Laufe ich denn jetzt hier am besten rum, ohne dass ich hier alles umlaufe? Ja, ja, hi, hi. Moment, ich versuche sie mal von hinten einzuholen. Gute Fee. Hallo, Kind. Gute Fee, hallo? Oh ja. Du meine Güte. Wie lange stehst du schon hier, meine Liebe? Eine Weile. Mhm. Es tut mir furchtbar leid. Weißt du, ich war ein bisschen müde und es gibt so viele Wünsche, die ich im Auge behalten muss. Ja, das hat sie schon mal gesagt. Vielleicht sollte dir jemand zur Abwechslung mal dir helfen. Ich möchte deine Träume wahr werden lassen. Oh, aber ich bin so daran gewöhnt, die Träume anderer wahr werden zu lassen, dass ich keine Ahnung hätte, was ich mir wünschen sollte. Keine Sorge, entspann dich einfach. Ich werde mit Merlin sprechen. Um Feenpatenschaften. Er hat wahrscheinlich ein Buch über Burnout von Pateneltern, genau. Ja, ich sag mal, er ist doch dein Freund. Ich bin sicher, er würde gerne helfen. Oh. Ja, Merlin ist ein wunderbarer Freund. Und er ist ein ziemlich talentierter Zauberer. Du warst ja so hilfsbereit. Aufgabe gestartet. Ein magischer Moment. Achso, ist Merlin überhaupt zu Hause? Doch, er ist zu Hause. Ich markiere den mal. Nicht, dass der jetzt wieder... ich sehe wieder nichts. Nicht, dass der jetzt wieder abhaut hier. Ach, der steht sogar davor. Da bist du ja. Oh, Gameplayerin. Du siehst besorgt aus. Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Ja, die gute Fee ist ziemlich müde. Ich glaube, sie könnte Hilfe gebrauchen. Ich bin sehr besorgt. Ja, ich habe wohl bemerkt, dass sie ziemlich hart arbeitet. Sie tut so viel für das Dorf. Da hast du recht. Es ist nur fair, dass wir uns auch um sie kümmern. Stellen wir ein Pflegepaket zusammen. Großartige Idee. Aber wir könnten sogar noch weiter gehen. Sollten wir etwas organisieren, damit die gute Fee weiß, wie sehr sie geschätzt wird? Zum Beispiel eine Party? Ganz genau. Ich werde ein Treffen organisieren, um ihr zu zeigen, dass wir uns um sie sorgen. Ja, genau. Ich werde ein paar Dorfbewohner einladen und du stellst das Pflegepaket zusammen. Oh. Ich weiß genau, was du dazu beitragen kannst. Dieses Buch, das du in mein Bücherregal zurückgeschmuggelt hast. Was ist damit? Dachtest du, ich hätte es nicht bemerkt? Nun, die gute Fee hat es so lange aufbewahrt, dass es ihr praktisch schon gehört. Toll. Ich denke, wir könnten ihr dazu noch etwas Minzschokolade und weiße Springkraut in einem Korb geben. Ich werde jemanden um Rat fragen, der weiß, wie man sich selbst verwöhnt. Ursula. Danke, sehr freundlich von dir. Ja, sehr freundlich, sehr freundlich. Oh mein Gott, die Hälfte ist ja schon wieder am Schlafen. Das ist nicht gut. Aber wir haben unsere Porte heute wieder drin. Das ist auf jeden Fall gut. Das war ja beim letzten Mal. Nein, bleib hier. Bleib. Ursula, Ursula, stopp. Ursula, böse Meereshexe. Böse. Ah, da bist du ja. Sieh mal an, wer da ist. Gameplayerin kehrt zurück. Was kann ich für dich tun, Fischlein? Ich stelle ein Pflegepaket für die gute Fee zusammen. Könntest du mir dabei helfen? Sie war immer nett zu allen. Ha! Pah! Diese schusselige Querulantin. Sie bietet jeden kostenlos magische Hilfe an. Keiner kommt mehr zu mir. Sie gehen alle zu ihr, ohne dass... Man sollte nicht die Hand auf der Maus liegen haben. So hilft's. Allerdings war sie ziemlich nett zu mir, im Gegensatz zu diesen Angeber Merlin. Na los, es muss doch etwas geben, wovon du dich trennen kannst, um dich erkenntlich zu zeigen. Na schön, hier. Das ist ein Trank mit Memento Moria.
den ich nicht annehmen kann, weil ich mein Feld geerntet habe. Ich Idiot, warum habe ich mein Feld geerntet? Schmeiß mir Kohlenerz raus. Das braucht sowieso keiner. Na komm, ablegen. Wenn du etwas verloren hast, gib einfach ein paar Spritzer davon in eine Schüssel mit Wasser. Sie war immer nett zu allen. Ja, das habe ich schon mal gesagt. Vielleicht hilft ihr das, wenn sie ihren Zauberstab das nächste Mal verlegt. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Ja, bestimmt. Wir sollten mal eben ganz schnell zurückgehen. Lalalala, ich habe nicht daran gedacht. Ich könnte hier noch ein paar Schlitten gebrauchen. Das ist toll. Bastel dir doch welche. Du kannst das so gut. Ach so, nee, wir müssen das ja verkaufen. Das war jetzt ganz doof. Ich hatte ja... Ach, Ursula wollte ich gerade sagen. Ich hatte ja die gute Fee gelevelt. Und dummerweise bin ich dann aber rausgegangen, weil ich keine Zeit mehr hatte. Und wie ihr seht, habe ich dann noch mal dummerweise die ganzen Kürbisse vergessen wieder zu verkaufen. Ich habe aber auch nicht gemerkt, dass mein Inventar voll ist, ehrlich gesagt. Okay, streng genommen war es ja auch nicht voll. Wir haben ja jetzt noch, ja, noch drei Sachen bekommen. Wobei ja nur Platz für zwei Sachen war, aber egal. So, wie machen wir das jetzt mit den Kürbissen? Ich würde sagen, die verkaufen wir einfach auch mit, oder? Na komm, zack. Was weg ist, ist weg. Die restlichen Sachen muss ich natürlich behalten. So, dann kann ich aber wirklich wieder zurück. Achso, koche Minzschokolade. Gehe ich mal eben hier rein. Oh, ich will schon wieder die Sprint-Taste drücken. Ha, ich weiß nicht, wer von euch auch dabei zuschaut, aber ich habe zu viel Palia gespielt. Deswegen, ich will immer Shift drücken. Ich habe da schon Probleme bei Teso eben gehabt. Dass ich nicht mehr durchgehend Shift gedrückt habe, sondern nur noch Shift ganz kurz gedrückt habe. Und ach ja. Moment, wähle ein Rezept? Von was? Da ist nichts drin. Minzschokolade da. So, immer das und kochen. Sieht doch sehr schön aus, oder? So, dann brauchen wir noch, stelle einen Korb her. Übrigens so als kleiner Tipp für diejenigen, die Palia nicht kennen. Ich persönlich, klar, es ist ein anderes Thema, es ist natürlich kein Disney, aber ich persönlich finde, es ist in Anführungszeichen Disney Dreamlight Valley in noch cooler irgendwie. Also noch cooler kann man jetzt nicht so direkt sagen, weil es ist tatsächlich anders. Also auch von der Machart her. Aber es ist auch so mit diesen, ja, ganzen Effekten, die man hat. Womit sollte ich da? Funktionelle Gegenstände musste das doch drin sein, oder? Das heißt, wer dieses Spiel gerne spielt, darf gerne bei meinem Let's Play vorbeischauen von Palia. Weil ich gehe mal davon aus, dass demjenigen das dann auch sehr, sehr gut gefallen wird, das Spiel. Ist allerdings aktuell noch, also mittlerweile in der Beta-Phase. Wir haben angefangen in der Closed-Beta. Es sind, ach, hier ist der Korb. Es sind ein paar Quests jetzt mehr auf Deutsch. Also es war vorher mal so ein bisschen Misch aus Englisch und Deutsch. Das war ein bisschen extremer. Stelle das Pflegepaket her. Habe, ach so, nee, muss ich das extra nochmal herstellen? Aber es ist wahnsinnig geil, das Spiel. Pflegepaket, da haben wir es doch. So, jetzt aber. Bringe das Pflegepaket zur guten Fee. Wo ist die denn schon wieder? Hier unten. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn jetzt hier der Leitfaden hier? Gute Fee! So, ich war mir nicht sicher, ob ich die sonst ansprechen kann. Ariel, es tut mir leid, ich muss mal eben mit der guten Fee reden. Hallo, Liebes. Du meine Güte, ist das für mich? Oh, Gameplayerin, danke. Du bist so ein Schatz.
Nach allem, was du für das Dorf getan hast, wollten die Leute, dass du etwas Schönes bekommst. Was ist das im Korb? Aha. Eine Einladung zu einer Versammlung, um mich zu feiern? Oh! Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer, nun, ich fühle mich geehrt. Ich melde mich bei Merlin, um zu sehen, wie die Vorbereitungen laufen. Ist er denn immer noch zu Hause? Er ist zu Hause, sehr schön. Hamtidamtidai. Ich muss aber sagen, wenn man bei Palia die ganze Zeit läuft, dann ist das irgendwie ein komisches Laufen hier. Weil das so, ja, so wie auf Eiern ist irgendwie. Da ist er. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Gameplayerin, alles läuft prächtig. Ich habe alle Gäste eingeladen und für die Verpflegung gesorgt. Aber unserer kleinen Feier fehlt noch etwas. Etwas Elegantes. Etwas, das auf einem königlichen Ball nicht fehl am Platz wäre. Oder in einem Märchen. Vielleicht könnte ich eine Gartenlaube wie aus einem Märchen bauen? Das wird herrlich. Genau, sehr gut. Eine schöne Idee. Unsere liebe, gute Fee wird sich sicher lieben. Ich brauche wahrscheinlich etwas trockenes Holz, Glas, Stoff und für die Blumen einige gelbe Gänseblümchen. Brillant. Stelle sie am schillernden Strand auf, wenn du fertig bist. Das ist der perfekte Ort für eine Party, bei der sich die gute Fee erholen kann. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Stelle den Gegenstand Fairy Tale Gazebo her. Oh, lauf, Mädel, jogg doch nicht immer so rum. Glas muss ich herstellen, so wie es aussieht. Wie viel Glas brauche ich denn? Moment. Eine gute Frage. Nee. Hä? Ich kann das doch herstellen. Ich habe doch 30 Glas. Oder brauche ich... Nee, ich habe... Quatsch. Ich habe 40 Glas und brauche 30 Glas. Ich finde das doof, dass dann halt immer noch angezeigt wird, wenn man die Sachen herstellen kann, die kleinen. Die will ich ja gar nicht herstellen. Ich will hier nur das Große herstellen. Zieh dir elegante Kleidung an. Wollt ihr mich veräppeln? Was davon ist bitte nicht elegant hier? Hallo? Moment, jetzt gehen wir aber erstmal eben zum Strand rüber. Die gute Fee ist sogar schon am Strand. Das ist sehr schön. So, haben wir hier überhaupt noch irgendwo Platz, um das Ding aufzustellen? Ich meine, die haben ja hier so eine Art Strandcafé gemacht. Ich würde sagen, hier haben wir mal ein bisschen Platz. So, dann. Möbel, wie groß ist das? Ja, ich hatte es geahnt. Aber gut, das geht. Garderobe. Kann man jetzt nicht nach elegant... ach doch, hier, Moment. Aber ich habe hier kein elegant. Oder ist das hier? Doch, da, elegant. So. Ich hasse das, dass man sich dann umziehen muss mit dem Filter. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was davon jetzt nicht elegant ist. Keine Ahnung. Ich tippe jetzt mal einfach auf mein Oberteil. Also auf meine Jacke. Das wäre dann das Hemd. Das ist jetzt doof. Ich hätte die Handschuhe einfach drunter anziehen sollen, oder? Ja. Sieht jetzt mega kacke aus. Aber die wollten ja, dass ich mich umziehe. Mann, jetzt sehe ich auf dem Foto so scheiße aus. Das ist doch doof. Nein. Hä? Ach, falsche Taste gedrückt. Guckt noch mal alle so schön wie gerade. Du auch. Mädel, lächel mal. Lächel mal. Naja, fast. Ist nicht mehr so schön wie eben, aber... Ist ja sowieso nicht schön, weil ich hier die hässlichen Klamotten anziehen sollte, ne? So. Dann muss ich mich aber nochmal kurz umziehen hier. Ich kann ja jetzt nicht den Kram anlassen. Das Ausziehen bitte. Hallo?
Wieso kann ich das nicht ausziehen? Was hatte ich denn sonst da drunter an? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Oh Gott. Oh Leute, tut mir das nicht an. Ich weiß doch nicht, was ich da jetzt da drunter an hatte. So, ich müsste aber vielleicht mal auf Oberteile gehen, ne? Das hatte ich nicht drunter an. Sieht doch doof aus. Hatte ich sowas drunter an? Nee, oder? Ich hatte irgendwas. Ich hatte irgendwas mit Ausschnitt oder so. Oh, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Deswegen trage ich doch die Sachen, damit ich sie nicht nochmal neu anziehen muss. Sowas hatte ich, glaube ich, da drunter an. Wenn nicht sogar genau das hier. Moment, dann die Handschuhe. Handschuhe. Die ziehen wir natürlich aus. Die sind hässlich. Also jetzt in der Kombination zumindest. So, gute Fee ist noch da. Sehr schön. Na, bleib stehen. Wen haben wir denn da? Oh, danke, Gameplayerin. Mhm. Die Feier war so nett von dir und Merlin. Es hat so viel Spaß gemacht und alle Gäste haben mir das Gleiche gesagt. Hast du viel zu tun, ist es Zeit, dich auszuruhen. Etwas, das wir beide befolgen sollten, denke ich. Ich achte immer darauf, mich genug auszuruhen. Deshalb bist du auch so ein Schatz, meine Liebe. Du kümmerst dich ganz fantastisch um das Dorf und seine Bewohner. Aber da war doch noch was. Ach ja, dein Geschenk. Hier, das ist für dich. Ah, cool. Und ich habe noch eine letzte Überraschung für dich. Folge mir. Wir gehen dahin, wo alles anfing. Okay. Wie die läuft, ich finde das so cool. So, so wie die böse Fee irgendwie. Die böse Hexe irgendwo. Wo läufst du hin? Ich soll dir doch folgen. Ich soll dir ins vergessene Land folgen. Bist du sicher, dass ich nicht lieber vorgehen soll? Weil es dauert ja so lange, wenn ich dir folgen muss. Na komm, folge der Fee ins vergessene Land. Ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit hier hinterherlaufen und dann bleibt sie stehen und so und... Das ist übrigens... Ich habe es hier ein bisschen anders gemacht. Wieso sind da hinten... Ich meine, dass die hier jetzt noch nicht durch sind, das kann ich verstehen, weil die sind jetzt wahrscheinlich gerade frisch gegossen. Aber wer zur Hölle hat mir hier bitte Karotten reingesteckt? Wo ist denn die? Hallo, gute Fee. Kommst du auch mal? Du hättest dich doch auch teleportieren können. Wohin denn? Hallo? Die läuft hier wie so eine Geisteskranke rum, ne? Die ignoriert mich hier komplett. Hallo, gute Fee. Mach hier den Weg mal ein bisschen frei. Och nee, das ist genau das, was ich jetzt nicht gebrauchen kann hier. Ich meine, Geld kann ich grundsätzlich... grundsätzlich immer gebrauchen, aber... Doch nicht, wenn ich hier gerade eine Quest am Aufnehmen bin. Und die ist so lahmarschig. Mit der kann man gar nicht laufen. Habe ich jetzt eins vergessen? Es ist kein Ding gekommen. Doch, Moment, es ist eins gekommen. Habe ich gar nicht gehört diesmal. So, sehr schön. Und jetzt? Wunderbar. Wir haben viel zu tun, weißt du? Wir sind da. Mein Lieblingsort im gesamten vergessenen Land ist die Aussicht. Nicht wunderschön? Ja, einfach wundervoll. Danke, dass du mich hergebracht hast. Keine Ursache. Und jetzt? Auweia, auf einmal fällt mir ein, dass ich irgendwas vergessen habe. Oh, natürlich. Ich habe dir ja noch gar nicht dein Geschenk gegeben. Komm mit. Okay. Sie wollte mir jetzt nur den Ausblick da hinten zeigen, oder was? Ich krieg einen Kürbis geschenkt, oder wie verstehe ich das? Gut, da bist du ja. Dies, meine Liebe, ist für dich als Zeichen der Freundschaft und Dankbarkeit. Das ist ein riesiger Kürbis. Ein... was? Oh, nein, so geht das nicht. Bibbidi babbidi busch. Hier ist dein Geschenk, deine ganz persönliche Kürbiskutsche. Da war sie wohl auch wieder weg, oder? Ach so, nee, hat sie mir jetzt... Okay. Ich bin so froh, dich als Freundin zu haben, Gameplayerin. Denk daran, ich werde immer hier sein, wenn du meine Hilfe brauchst.
Okay. Ja. Vielen Dank. Das war jetzt die letzte Quest von ihr. Charaktere. Ich gucke nochmal eben nach, ob wir jetzt hier nichts übersehen haben. Wo ist sie denn jetzt? Hier. Ja. Ich meine, auf Level 10 war sie ja schon, aber das scheint auch tatsächlich die letzte Quest mit ihr gewesen zu sein. Ja, dann würde ich sagen, dass wir zum Abschluss nochmal kurz gucken, wo wir das Teil hinstellen können. Wenn das natürlich so groß ist, ist das ein bisschen doof, weil sonst hätte ich nämlich gerne hier hingestellt zur Deko. Ja. Aber wo finde ich das Ganze jetzt? Und vor allen Dingen, wie heiß, obwohl wie das heißt, ist egal, weil das sowieso alles total durcheinander ist, glaube ich. Irgendwas mit Kürbis würde das wahrscheinlich heißen. Ach, ich habe immer noch die Bühne. Och. Hier, Kürbiskutsche. Ich stelle die mal eben kurz hier hin, weil ich muss hier mal so ein bisschen gucken. Wie machen wir das denn am besten? Das sollten wir mal komplett hier raus machen. Das auch mal so ein bisschen. Zack. Hallo. Ja, da ist es grün. Lass es doch einfach los. Ach, jetzt liegt da wieder. So. Gegenstand drehen. Ja, aber da kann ich den nur so mitdrehen. Das ist doof. Ja, da muss ich den jetzt so dahin stellen. Keine Ahnung. Ich hätte den gern so ein bisschen schräg gemacht, aber stelle ich mal so daneben. Und das andere war dieses Party-Ding. Ja gut, das werden wir jetzt nicht hier oben hinstellen. Aber ich würde sagen, dass wir das noch eben mitnehmen. Ja, das war dann auch schon alles. Das war dann so das große Finale sozusagen von der guten Fee. Ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt was weiß ich was noch als letzte Quest. Aber ja, war auf jeden Fall nett. Ich werde da mal schauen. Ich glaube, gelevelt habe ich sie noch nicht. Nee, ist noch nicht freigegeben. Dass ich dann die Vanellope nochmal level. Ich hoffe, ich schaffe das alles noch rechtzeitig. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich ein, zwei Tage länger brauche, weil im Moment bin ich sowas von im Fieber mit Palia, muss ich gestehen, dass ich nicht immer daran denke, dass ich da noch woanders rein muss. Also zum Aufnehmen geht es eigentlich noch, da denke ich noch dran. Aber wenn ich dann sowas habe wie jetzt hier, dass ich dann nur zwischendurch was leveln muss, dann kann es schon mal sein, dass ich das mal vergesse. Deswegen keine Sorge, es kommt auf jeden Fall noch eine neue Folge, beziehungsweise noch ein paar Folgen. Wir haben sie ja noch so gar nicht gelevelt. Und ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Und wie gesagt, ich bin gerade sowas von im Palia-Fieber, dass ich an wenig anderes denke. Schande über mein Haupt. Aber ich gebe mein Bestes natürlich. Ich sag dann schon mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.